Wir haben diese eine Attacke, wie es aussieht. Die Kettensägen-Attacke. Oh yeah. Das ist gut. Wow. Wow. 550 Holz. Hallo und herzlich willkommen zu Scorched Earth. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier an diesem wunderschönen Morgen in der Wüste von Scorched Earth. Und erstmal wollte ich euch wieder ganz herzlich für eure Unterstützung danken, unter den Scorched Earth Videos ganz besonders. Danke für all eure Likes und Comments, danke auch für eure nützlichen Tipps, da sind immer super coole Sachen dabei. Und ich bin jetzt offizieller MMOGA-Partner, das heißt, wenn ihr drüber nachdenkt, euch Scorched Earth zu holen und ihr mich unterstützen wollt, dann holt ihr euch das am besten über meinen MMOGA-Link, den findet ihr unterm Banner oder auch wieder in der Videobeschreibung. Ich bin super Fan von MMOGA, also ich kann die nur weiterempfehlen, die haben immer die besten Preise und bis jetzt habe ich auch nur super Erfahrungen mit denen gemacht und vor allem hat man die Game Keys praktisch sofort und muss dann nicht lange drauf warten. So viel erstmal dazu, vielleicht mache ich noch ein kleines Infovideo, damit ihr da ein bisschen näher Bescheid wisst. Jetzt wollen wir uns aber hier ums Wesentliche kümmern und wir waren ja dabei, hier eine Farm aufzubauen. Da bin ich immer noch dabei. Da hat sich nicht wirklich viel geändert. Ich war ja in der Höhle unterwegs mit euch und habe danach Dungbeetles gesucht. Da scheint es wieder so diesen Singleplayer-Höhlenbug zu geben. Da scheine ich wirklich Tiere zu spawnen. Ich habe einen Skorpion spawnen sehen und war da auch eine ganze Weile AFK. Da ist sonst nichts Interessantes gespawnt. Das heißt, da kriegen wir keine Dungbeetles her. Ich werde weiter die Augen offen halten. Vielleicht habt ihr da ja einen Tipp, wo es irgendwie Dungbeetles gibt. Ich habe keine Ahnung, wo ich sonst noch suchen sollte. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Höhlen. Da weiß ich aber noch gar nicht, wo die sind. Und da wird es wahrscheinlich dann auch nicht anders aussehen. Das war so die interessanteste Höhle. Da ist halt der Eingang auch groß genug, um die Beetles da gescheit rauszubekommen. Das ist ja immer das Arg-Problem, dass man die Höhlentiere nicht nach draußen befördern kann, weil die Eingänge immer zu schmal sind. Auf jeden Fall habe ich das Problem jetzt erstmal umgangen, indem ich hier diese Composting-Bins hingestellt habe. Und yes, wir haben schon einen. Super cool. Ich dachte, ich müsste da jetzt noch ewig warten. Wir haben jetzt schon einen Fertilizer, den schmeiße ich direkt hier rein. Das ist also... Okay. Wir haben wieder eine Sturmwarnung. Ich glaube, das war hier Gewittersturm. Das ist jetzt einfach eine Wartearbeit, eine große. Wir müssen einfach warten, bis hier der Dünger fertig wird, bis die Pflanzen fertig werden. Ja, das ist eine Gewitterwarnung. Jenny warnt uns vom Gewitter. Da kann man gar nicht viel dran ändern. Das heißt, wir können jetzt erstmal keinen Bug-Repellent herstellen. Wir müssen warten, bis die Pflanzen ausgewachsen sind und müssen uns so lange anders vergnügen. Ich habe schon wieder einiges gemacht. Das hier hat schon einiges an Zeit in Anspruch genommen. Ihr habt gesehen, der Dünger ist schon fertig. Da könnt ihr euch vorstellen, wie lange ich schon dabei bin. Und ich habe mal jede Menge Metall gesammelt. Das habe ich teilweise schon wieder umgelagert. Ich habe mal Gasolin hergestellt. Und ich habe einen Fabricator stehen. Der steht hier drüben. Nimmt ungefähr die Hälfte unseres Platzes in diesem Haus ein. Also das Haus ist ein bisschen unterdimensioniert eigentlich. Der steht hier jetzt auf jeden Fall. Und ich habe da ein paar coole neue Sachen entdeckt, die wir herstellen können. Silica Pearls haben wir ja zum Glück direkt vor unserer Nase hier im Teich. Da kann ich jederzeit sammeln gehen. Metall ist so ein bisschen ein Problem. Da haben wir ganz wenige Vorkommen. Und Kyle ist jetzt auch nicht allzu schnell, hier unser Enki. Das heißt, es ist immer ziemlich aufwendig, das hier einzusammeln und das ist auch nicht allzu viel. Da müssen wir mal uns eine Lösung ausdenken irgendwann. Das könnte ein Engpass werden. Auf jeden Fall habe ich hier auch noch hier diese, wie heißt das Gerät? Wessel hingestellt. Und da ist Preserving Salt drin. Das habe ich aus einem Drop. Also wir haben ja bis jetzt immer noch keinen Schwefel. Das heißt, ich kann sowas gar nicht herstellen. Und das hält sich in unserem Inventar scheinbar so um die 20 Minuten. Ich hatte eigentlich mal zwei, das eine ist schon schlecht geworden, bevor ich zu Hause war. Wenn wir es hier reintun, dann hält sich es praktisch unendlich. Länger als der Safe jemals halten wird. Wer macht denn hier solche Geräusche? Das klang ja ziemlich beängstigend. Also auf jeden Fall wollte ich jetzt mal schauen, dass wir vielleicht heute so ein bisschen Ressourcen zusammenbringen. Hier gibt es zum Beispiel eine Kettensäge. Super witzig. Die würde ich natürlich gerne ausprobieren, aber wir sind hier einfach, rennen hier in diese Standard-Vanilla-Arc-Probleme. Wir müssen schauen, dass wir hier die Ressourcen ranbekommen. Wir brauchen Gemüse, um die diese Schrecken zu zähmen, diese Mantis. Und wir brauchen
jede Menge Chitin, um uns Cementing Paste herzustellen. Ich habe einfach nicht genug Cementing Paste im Moment. 39 ist eigentlich schon ziemlich viel. Ich habe alles hergestellt, was so ging. Kein Chitin und Keratin mehr, kaum noch. So ein paar Notfallressourcen für Sättel oder so. Und da muss ich mich jetzt irgendwie drum kümmern. Ich denke, wir nehmen einfach Nina und machen mal so einen kleinen Ausflug in die Wüste. Die Mantis und so, die haben bestimmt alle Chitin dabei. Arthropleuras, diese Silberfische und so weiter. Und Nina ist eigentlich ziemlich stark, mit der sollten wir ganz gut da durchkommen. Ansonsten, wenn wir einen High-Level-T-Rex sehen, würde ich natürlich den T-Rex zähmen. Okay, da hinten gewittert es jetzt auch. Ah, okay. Jetzt ist es ganz schön nah bei uns. Scheinbar sind die Wolken nicht immer an den gleichen Stellen, wie es aussieht. So kenne ich das noch gar nicht. Na gut, ich hoffe mal, dass die Blitze nicht gefährlich für uns sind. Wir werden es merken. Ich habe auch wieder genug Fleisch. Das ist jedes Mal, jede Episode muss ich hier neu Fleisch herstellen, weil wir so viel davon brauchen und das so schnell schlecht wird. Aber das haben wir auch schon gemacht. Das heißt, ich denke, ich werde jetzt mal mit Nina starten. Wir gehen einfach da in Richtung Wüste, wo wir das letzte Mal auch hingeflogen sind. Und dann schauen wir mal, was wir da so machen können. Und wie viel Chitin wir finden. Aber ich denke, die meisten Tiere in der Wüste sollten uns Chitin geben. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Wow. Wir sind ja so ein bisschen im Zentrum des Gewitters, habe ich das Gefühl. Und man hat hier irgendwie diese Blitzwolken direkt über dem Boden. Das sieht ziemlich komisch aus. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Die sollten doch eigentlich ein bisschen höher sein. Sieht ziemlich verrückt aus. Auf jeden Fall sind wir jetzt gleich hier in der Sandwüste. Und dann schauen wir mal, wie wir uns mit den Mantis schlagen. Ich weiß nicht wirklich, wie stark die sind. Die sind auf jeden Fall nicht schwach. Wir haben gesehen, die machen ziemlich viel Schaden. Also müssen wir mal schauen. Wir haben schon 3000 Health, also das ist wirklich viel. Melee-Damage ist eigentlich auch super gut. Also Nina ist ein wirklich starkes Tier. Ich denke nicht, dass wir da irgendwelche Probleme kriegen. Wir sollten auch die ganzen Low-Level-T-Rexe ganz gut schaffen. Da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen. Dann machen wir einfach hier das Inventar voll. Wir haben 420 Gewicht, das ist auch ziemlich gut. Und da ist ein Dung-Beetle. Okay. Mann, jetzt suche ich ewig lange nach einem Dung-Beetle. Jetzt gehe ich einmal hier raus und dann ist da einer. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Level 4 Wild Dung-Beetle. Den müssten wir eigentlich theoretisch sofort holen. Bevor dem irgendwas passiert. Hier ist ein Vulture. Level 16. Ich weiß nicht, ob die sich gegenseitig helfen. Oh ja. Das sind 1:1 die Morphodons. Die verhalten sich genauso wie die Morphodons. Die kommen jetzt zu uns und beißen uns. Und zwar uns direkt. Boah, die töten mich. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir müssen fliehen. Also legt euch nicht mit den Vultures an. Die sind ja noch stärker als die Morphodons. Wow. Das ist das Problem mit dem Kano so ein bisschen. Die haben ja so eine geringe Reichweite mit ihrem Angriff. Da können wir uns kaum gegen die verteidigen. Das war blöd, die zu adden. Aber wir wollten es ja mal ausprobieren, ne? Mal sehen, was passiert, wenn wir die adden. Und ich weiß jetzt, dass es keine gute Idee ist, Vultures zu adden. Alles klar. Wir haben fast 1000 Stamina. Ihr seht, wie lange wir hier laufen können, bis uns die Ausdauer ausgeht. Das ist wirklich beachtlich. Ich glaube, da skill ich auch nichts mehr. Das ist wirklich genug. Super cool. Also mit Nina bin ich voll zufrieden. Ich glaube, wir brauchen gar keinen T-Rex erstmal. Sie ist wirklich so stark. Ich werde jetzt umsteigen auf weiße Feder, den Dung-Beetle holen, dann versuchen wir den zu zähmen. Und dann brauchen wir diese Composting-Bins nicht mehr. Super cool. Den hätte ich am liebsten letzte Episode gefunden. Keine Ahnung, wieso wir da keinen gesehen haben. Es gibt sie scheinbar schon in der Wüste. Yes, wir haben ihn. So, einen Namen kriegt er später. Wir wollen ihn ganz schnell in Sicherheit bringen. Ich muss den erstmal wieder ein bisschen suchen. Ich habe ihn erstmal nicht wiedergefunden. Ich glaube aber Level 5 war der, ne? Das war der, den wir gesehen haben. Der hat sich da zwischen den Steinen so ein bisschen versteckt. Einen anderen habe ich nicht gefunden. Also die scheinen nicht besonders häufig zu sein. Vielleicht auch wieder Zufall. Aber es gibt sie auf jeden Fall hier in der Gegend. Ich weiß nicht, ob das jetzt eher Wüste ist oder eher hier so Halbwüste. Da
Da ist wieder so ein Rex. Ich glaube, das sind immer noch die beiden gleichen Rexes. Level 8er oder so, Level 4. Der andere war Level 8, glaube ich, ne? Zwei Level 4er, okay. Den einen kennen wir schon, den anderen noch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Dung Beetle, endlich. Das war gar nicht so einfach, hat zwei Episoden gedauert, hier einen Dung Beetle zu finden. Den bringen wir jetzt nach Hause. Ich weiß noch gar nicht, wo ich den hinsetze. Den müssen wir ja auf Wandering stellen. Vielleicht setze ich den einfach in unser Haus rein. Dann darf der da so ein bisschen rumwandern und Dünger für uns herstellen. Und natürlich Öl. Das sind super nützliche Tiere. Also ich kann es euch nur empfehlen, holt euch so einen Dung Beetle, wenn ihr irgendwo einen seht. Und da sind wir auch schon mit Scarab. Die sehen ja so ein bisschen entfernt wie Skarabäen aus. Und die gibt es ja auch in der Wüste. Jetzt nehmen wir den mal, heben wir den mal auf, tragen den hier in unser Haus rein. Das müsste funktionieren, ja, perfekt. Und dann lassen wir den hier wieder runter. Das geht jetzt scheinbar immer mit Doppel-F, da lässt man die Tiere wieder fallen. Gut zu wissen, wenn man das nicht weiß, dann wird es schwierig, die wieder loszuwerden. Gerade wenn man so ein Tier direkt vor der Nase hat. Okay, wir haben schon wieder einen Fertilizer. Und er hat schon Level-Up, wir stecken das sofort in Gewicht, das ist das Einzige, was wir hier brauchen. Und dann müssen wir ihn nur noch auf Wandering stellen. Enable Wandering. Jetzt wird er hier drin so ein bisschen rumwandern. Die meiste Zeit wird er wahrscheinlich eh überladen sein, weil wir ihn ja hier immer komplett mit Echsenpupu vollladen. Und dann müssen wir nur die Tür hier zumachen, damit, wenn er Fertilizer herstellt und hier wieder Gewicht verliert und rumwandern kann, er nicht aus dem Haus rauswandert. Alles klar. Da drin sollte auch sicher sein. Die haben unglaublich wenig Health. Da müssen wir super aufpassen. Jetzt sehen wir wieder Jenny mit. Die können wir nicht tragen, wenn wir versuchen, hier den Dung Beetle durch die Gegend zu tragen. Es geht immer nur ein Tier tragen zur Zeit. Jetzt stecken wir hier noch den Fertilizer rein. Dann sollten die auch wachsen. Nice. Jetzt haben wir Citronels und Rock Carrots. Richtig? Ja. Jetzt gucken wir nochmal, ob das die richtigen sind. Das ist ganz wichtig. Das dauert nämlich unglaublich lange. Citronels und Rock Carrots. Jetzt sollten wir irgendwann genug davon haben, dass wir hier dieses Bug Repellent herstellen können. Und dann können wir uns auf jeden Fall die Mantis zähmen. Ich steige jetzt wieder um, zurück auf Nina und mache mich wieder auf den Weg in die Wüste, bis wir irgendwas Interessantes sehen. Und solange farmen wir da jetzt einfach Chitin, Keratin und alles, was wir sonst so brauchen. Vielleicht auch die beiden Rexe. Das gibt auf jeden Fall ein Level-Up. Oh oh, T-Rex voraus. Der kommt direkt auf uns zu. Ich glaube, der hat den Geier verfolgt. Jetzt verfolgt er erstmal uns. Jetzt schauen wir mal, wie sich Nina hier mit einem T-Rex schlägt. Go, Nina. Boah, er ist schon blutig. Aber der hat überhaupt keine Chance. Wow. Ich glaube, wir haben den Geier erwischt. Ich hoffe es nicht. Oh doch, wir haben ihn erwischt. Wir haben die wichtigste Regel hier vergessen. Leg dich nicht mit Geiern an. Wow, das ist Level 60er, glaube ich. Ja, und mit dem Kanu erwischen wir ihn einfach zu selten. Okay, wir haben ihn. Also einer geht gerade so mit dem Kanu. Oh, den schaffen wir nicht mehr. Ich bin nämlich schon ziemlich weit runter. Ich habe nur noch ein Drittel Health. Die sind also super gefährlich. Zumindest jetzt mit Nina. Wenn wir einen Rex hätten, wären sie wahrscheinlich nicht so gefährlich. Einfach weil die Attacke von den Rexen so viel größere Reichweite hat. Da kommt er. Vielleicht schaffen wir ihn noch. Level 4 sollten wir schaffen, oder? Ja, geschafft. Alles klar. Die machen wirklich gut Schaden. Ihr hört's. Ich glaube, wir gehen weiter in Melee Damage. Wir brauchen sonst nichts. Wie gesagt, wir haben fast 1000 Stamina. Das ist also super duper cool. So, jetzt bitte nicht mehr mit Geiern anlegen hier. Da müssen wir wirklich aufpassen. Jetzt muss ich erstmal wieder meinen Health hochregen. Und dringend mal wieder das Essen in die Leiste ziehen. So. Jetzt gucken wir mal in die Wüste. Die Mantis droppen bestimmt auch Chitin, denke ich mal. Dann gibt es jede Menge Skorpione da. Und Terrorbirds scheinbar auch. Da sollten wir auf jeden Fall Chitin rausbekommen aus den meisten der Tieren. Aus den Säbelzahntigern kriegen wir ja... Oh, die sind gut. Titanomyrma. Die Säbelzahntiger haben ja auch Keratin dabei. Oh, da die fliegende Version. Ja, und super schwer zu treffen mit dem Kanu. So,
Da ist ein Mantis. Hier links. Der ist alleine. Die Säbelzahntiger machen da alles nieder. Wow. Na gut. Kümmern wir uns mal um den Mantis. Ich bin super gespannt, was wir aus dem rauskriegen. Das sind Salzvorkommen scheinbar. Wow. Der hat uns angesprungen. Oh oh. Die machen ganz schön Aua. Level 60er. Polymer, okay, die haben Polymer dabei. Und das war nicht so knapp. Jede Menge Polymer. Und Chitin haben wir, glaube ich, auch bekommen, ne? Müssen wir nochmal schauen. Ich war gerade total erstaunt. Okay, Polymer ist natürlich cool. Das hier ist einfach ein großes Salzvorkommen. Da ist auch ein Dung Beetle. Also es gibt sie auf jeden Fall hier. Der sieht super cool aus. Der hat eine richtig schöne Färbung. Level 4. Schnell wieder aufsteigen. Irgendwas? Okay, der ist jetzt böse auf uns. Wir sind zu nah rangegangen. Ich habe so ein bisschen Angst vor den Mantis. Vor denen sollten wir uns wahrscheinlich nicht anspringen lassen, wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Die machen uns wahrscheinlich ganz böse nieder. Da sind viele Skorpione, die holen wir uns jetzt auch noch. Und wo ist denn noch ein Mantis? Da ist ein Rex. Gucken, was der für ein Level hat. Ein schöner Rex wäre natürlich auch was. Ein Level 8er. Die sind alle ziemlich low hier. Sehr schön. Ich habe hier vorhin noch einen Mantis gesehen. Ich weiß gar nicht, wo der hin ist. Der hat sich verkrümelt. Ich wollte jetzt nochmal sehen, was so aus denen rauskommt eigentlich. Organic Polymer ist natürlich super praktisch für uns. Ich kannte bis jetzt noch keine Polymerquelle hier. Die Mantis sind wahrscheinlich die einzigen, die das droppen, denke ich mal. Da unten ist einer unterwegs. Der jagt wieder den Geier. Die Geier werden hier wirklich von allem gejagt. Der landet da einfach nur. Holen wir uns mal den Mantis hier. Der kommt sowieso schon. Wow. Okay. Jede Menge Chitin. Unmengen an Chitin. Wow. Das lohnt sich also wirklich. Die droppen irgendwie... Wie viel mehr? Achtmal so viel. Achtmal so viel Chitin wie so ein Skorpion, glaube ich, ne? Also auf jeden Fall sechsmal so viel wie ein Skorpion. Sehr viel mehr und Organic Polymer. Das heißt, ich werde wahrscheinlich hier einfach mal rumirren und die ganzen Mantis einsammeln. Das lohnt sich ja. Die geben scheinbar auch gut XP. Auch nicht verkehrt. Kann ein bisschen hochleveln. Und ich denke, ich werde einfach nur Melee-Damage leveln. Movement Speed ist in Ordnung. Stamina ist perfekt. Mal sehen, was die hier droppen. Titanomyrma nehmen wir mit. Okay. Ich glaube, der macht unsere Rüstung kaputt. Den sollten wir möglichst schnell beseitigen, bevor wir eine kaputte Rüstung haben. Wir brauchen auf jeden Fall auch wieder hier so einen Silberfisch. Die sind auch super cool. Die Atropleuras. Ich glaube, der will... Okay. Der findet es nicht gut, dass wir seine... dass wir sein Zeug hier essen. Der wird die lieber selber essen. Schaffen wir es noch? Ja. Ich hau jetzt erstmal wieder ab. Das ist mir viel zu gefährlich mit den Geiern. Und wie gesagt, ich fahre noch ein bisschen weiter und ich melde mich dann mal zurück, wenn ich es geschafft habe, hier das nötige Chitin zusammenzusammeln und ich wieder zurück in der Base bin. Und wir haben es geschafft, zurück in der Base. Ihr seht, von meiner Rüstung ist nicht allzu viel übrig. Die ist hier in meinem Inventar. Die Geier haben mich ziemlich auseinandergenommen. Ich wäre fast gestorben. Ist also super, super gefährlich. Die Rüstung ist plötzlich kaputt gegangen und da waren schon wieder jede Menge Geier hinter mir her. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben jede Menge Organic Polymer und auch jede Menge Chitin. Die Rüstung können wir ja reparieren. Und das Einzige, was hier überlebt hat, sind diese Ramshackle Boots. Die sind also doch deutlich besser. Ich bin schon dabei, hier das Zeug zu craften. Cementing Paste. Da brauchen wir jede Menge Stein für. Das ist ganz günstig, weil wir haben ja beim Sandsammeln so viel Stein bekommen. Das können wir jetzt also ganz gut verarbeiten. Und dann sollten wir irgendwann auch genug Cementing Paste haben. Ihr seht, wie viel da rauskommt. 19 Cementing Paste hier für fast 2 Stacks Stein und jede Menge Chitin. Das ist also echt aufwendig zu craften. Und jetzt reparieren wir erstmal hier die ganzen Rüstungsteile. Die kosten Silk zum Reparieren, glaube ich. Genau, die kosten
10 Silk. Hoffentlich haben wir genug Silk, aber ich denke schon. Wir haben ja die Motten teilweise erwischt. Und wenn ihr Motten tötet, kriegt ihr da jede Menge Seide raus. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, wir brauchen doch einen Rex. Also, Nina ist schon super cool und super stark. Das einzige Problem sind eigentlich diese Geier. Die sind überall. Und sobald man irgendwas angreift und tötet, kommen die Geier und greifen einen an, weil man irgendwie ihr Futter da selber verarbeitet. Das wollen die gar nicht. Die wollen nicht, dass wir ihnen ihre Leichen wegnehmen, die sie gerne fressen würden. Und greifen sie uns einfach an. Das heißt, die sind im Prinzip schon irgendwie aggressiv, so halb aggressiv. Sobald man irgendwas tötet, werden die aggressiv. Und das ist halt einfach ein super großes Problem. Wenn irgendwie ein Geier kommt mit mehr als Level 4 oder so, dann macht er mich halt schon ziemlich nieder. Und wenn zwei kommen, dann bin ich im Prinzip tot, weil Nina die einfach zu selten trifft und es zu schwer ist, zu lange dauert, die zu töten. Mit einem Rex, denke ich, würden die mich nur ein, zweimal erwischen. Das heißt, da würde ich schon drei, vier von denen schaffen. Aber mit Nina ist das ein Problem. Jetzt gucken wir mal, wie weit hier unsere Pflanzen sind. Sieht so aus, als würde es noch ein Weilchen dauern. Oh ja, das dauert noch sehr, sehr lange. Das heißt, das Bug Repellent wird noch ein bisschen dauern. Aber wir können jetzt mal gucken. Was machst du so? Noch nichts passiert. Wir können mal gucken, wie es mit unserer Kettensäge aussieht. Wer hätte nicht gerne Kettensäge? Also, wir brauchen Electronics. Da habe ich schon die Ressourcen für da. 50 Cementing Paste haben wir auch und 75 Polymer haben wir natürlich auch. Das heißt, wir können eigentlich direkt loslegen, hier eine Kettensäge zu bauen. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Wir haben schon wieder ein paar Bäume stehen hier. Ich habe länger kein Holz mehr gesammelt. Das sollte also kein Problem sein. Nehmen wir mal das ganze Polymer hier mit. So. Und Cementing Paste haben wir ja schon hergestellt. Brauchen wir schon wieder Stein. Dicey, 70 Stück sogar. Tun wir nochmal schnell ein bisschen Stein rein, damit das hier weiterläuft. Wir brauchen bestimmt noch mehr davon. Gehe ich mal davon aus. Zwei Stacks macht 25 Cementing Paste. Nicht super effektiv, aber ich denke, unsere einzige Möglichkeit im Moment, um Cementing Paste zu bekommen. Hier gibt es keine Biber. Das ist schon echt fies. Biber waren super, super nützlich. Schmeiß mal das Ding mal an. Brauchen wir hier Electronics? Da stellen wir einfach alle her. 63, na gut, das dauert ein bisschen lange jetzt. Dann schmeißen wir noch die Polymer hier mit rein und die Cementing Paste. Und dann sollten wir uns theoretisch so eine Kettensäge herstellen können. Wir warten einfach, bis die 25 durch sind. Electronics. Dann brechen wir das ab und stellen uns die her. Es gibt hier auch so ein paar andere nette Sachen. Die können wir uns jetzt im Moment noch nicht herstellen. Boah, wir brauchen unbedingt eine Kantine, fällt mir auf. Müssen wir schnell Hide holen. Das ist ja eigentlich kein Ding. Wir brauchen dringend irgendwie eine kleine Box für den Käfer, damit er da drin nicht immer so im Weg steht. Hast du vielleicht Hide für uns? Maler hat gar nichts. Außer ein Level Up. Okay, Carla hat für uns Hide. Nehmen wir mal mit. Machen wir hier wieder zu. Und schmeißen das hier mit rein. Canteen. Okay. Wir haben alles. Wieso können wir das nicht herstellen? Jetzt können wir es herstellen. Okay, das war wahrscheinlich alles schon. Die Ressourcen waren schon belegt. Genau, wir brauchen Metal Ingots dafür und die brauchen wir auch für die Electronics. Das heißt, das war alles für die Electronics belegt. Wir haben natürlich zu viel Metal gebraucht. Wir haben aber noch welches. Das holen wir uns ganz fix. Hier müsste noch was drin sein. In der Refining Forge 48. Also ich muss wieder losziehen und Metall sammeln. Und natürlich Holz, aber dafür bauen wir jetzt die Kettensäge. Dann können wir uns auf jeden Fall genug Holz holen. So, rein damit. Chainsaw. Braucht die dann Gasolin? Wahrscheinlich, ne? Könnte man vermuten. Es gibt bestimmt ein Level Up. Nein, gibt's nicht. Schade. Ich hätte jetzt ein Level Up erwartet. Okay, Fuel, 0%. Fastest way to cut a tree. Das klingt schon mal gut. Aber schnell, ja, ich will eigentlich nicht schnell, sondern ich will möglichst viel Holz. Egal, wie lange das dauert. Na gut, egal, ist es auch nicht. Jetzt haben wir hier noch Gasolin. Machen wir den mal aus. Können wir das irgendwie. 0% Fuel.
Eine Kettensäge. Womit läuft die? Mit. Ah, okay. Plus 21. 0% plus 21. Ach so. Wahrscheinlich benutzt sie dann jetzt ein Gasolin. Dann steht da wahrscheinlich 100%. Das müssen wir ausprobieren. Sehen wir gleich. Canteen. Packen wir mal hier runter. Und gehen wir hier wieder raus. Lassen Scarab mal alleine stehen. Da ist gleich der erste Baum. Müssen wir nicht weit laufen. Oh yeah. Die sieht ja heiß aus. Eine Kettensäge. Okay, die ist auf jeden Fall ziemlich leise. Ich hätte sie jetzt lauter erwartet für eine Kettensäge. Und wir haben jetzt 94%. Da seht ihr, wie viel sie ungefähr braucht. Das heißt, das bisschen Gespiele hat schon 6% von einem Gasolin gebraucht. Wir haben diese eine Attacke, wie es aussieht. Die Kettensägen-Attacke. Oh yeah. Das ist gut. Wow. Wow. 550 Holz. Ich glaube, normal kriege ich unter 100 aus einem Baum raus. Das müssen wir noch ausprobieren. Wir haben auch noch nicht mal einen Gasolin gebraucht. Nicht mal ein halbes, ne? Wow. Die ist echt gut. Das einzige Problem, wir können uns nicht mehr bewegen. Eins, zwei, drei. Schmeißen wir die mal raus. Oder können wir noch eins mehr mitnehmen? So. Packen das Holz schnell hier auf Morella. Da müssen wir nicht so weit laufen. So. Wo sind die anderen beiden? Holz lassen wir nicht liegen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Packen wir alles hier mit rein. Jetzt gehen wir mal zu dem anderen Baum und packen unsere ganz normale Hatchet hier aus. Jetzt schauen wir mal, wie viel da rauskommt. Also ich denke, so knappe 100 ist normal. Die Kettensäge ist wirklich enorm gut. Ja. 89 versus, was war das andere? Wir haben es alles auf Morella liegen. Einige 100 auf jeden Fall. Mehr als man tragen kann aus einem einzigen Baum. 548. Nice. Super cooles Upgrade. Die Kettensäge. Klingt auch super cool. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Die ist ein bisschen leise. Oh. Entschuldigung. Jetzt haben wir Maler in den Schwanz gesägt. Ja, die macht auch ein bisschen Schaden, glaube ich. Dafür ist sie wahrscheinlich auch nicht schlecht. Das müssen wir jetzt auch noch testen. Hier läuft bestimmt irgendwas rum, was wir mit der Säge bearbeiten können. Vielleicht ein Fisch? Geht das unter Wasser? Nee, unter Wasser funktioniert sie nicht. Ich hatte schon gehofft, dass wir unter Wasser mit der Kettensäge rumspielen können. Das wäre ja auch zu schön gewesen. So, gucken wir mal, was wir finden. Vielleicht so ein Parasaurus oder so. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch testen. Da ist ein Parasaurus unterwegs. So, jetzt wird's ein bisschen blutig. Level 12er. Oh Gott. Funktioniert jedenfalls ziemlich effektiv. Also die macht super viel Schaden und sammelt extrem viel Holz. Nehmen wir mal das Fleisch mit. Na gut, wir haben jetzt eine Kettensäge. Das ist mal eine ganz witzige Neuerung irgendwie. Ark wird immer moderner. Hier gibt es immer mehr so Hightech-Zeug. Zum Beispiel glänzende Kettensägen. Die braucht auch sehr wenig Sprit, also wir haben immer noch nicht ein Gasolin durch. Das ist schon ziemlich cool. Ich glaube, ich packe mir jetzt ein paar Tiere, die viel Gewicht haben, viel tragen können. Und dann sammle ich die ganzen Bäume da ein. Das ist ja super effektiv. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt genug Holz. Holzproblem gelöst. Ansonsten werde ich hier mal abwarten, ganz gemütlich, bis hier die Pflanzen auswachsen, damit wir endlich Bug Repellent herstellen können. Ich kann es nicht erwarten, mir hier so ein Mantis zu zähmen. Da freue ich mich wirklich drauf. Ich hätte ganz gerne endlich mal so ein Mantis. Und ich glaube, ohne Bug Repellent kriegen wir die nicht gezähmt. Na gut. Dann würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein. Wir haben die Kettensäge getestet. Und die ist auf jeden Fall super cool. Wir wissen jetzt, wo wir Organic Polymer herbekommen. Wir haben jede Menge Chitin gesammelt. Auf jeden Fall erfolgreich gewesen. Und ich werde jetzt ein bisschen Holz sammeln. Okay, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Schön, dass ihr dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yeah.
einhändig mit der Kettensäge gewunken. Nice.